Ein 17-jähriger Syrer wollte im vergangenen Sommer durch einen Bombenanschlag auf die Synagoge in Hagen viele Juden töten. Er wurde glücklicherweise zuvor festgenommen, im Rahmen eines Großeinsatzes mit hunderten Polizisten, bezeichnenderweise am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Das kultursensible, rücksichtsvolle und äußerst tolerante Kuschelurteil im nicht öffentlichen Verfahren, 1 Jahr, 9 Monate Haft auf Bewährung. Sein Verteidiger Isan Tanyolu findet das verhängte Strafmaß sinnvoll und angemessen. Finde ich nicht. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn jemand vor genau diesen Gefahren durch den Terror des politischen Islams warnt, bekommt er eine ähnliche Strafe wie jemand, der ganz bewusst Menschen töten möchte. Die betroffenen Juden hätte es ganz sicher nicht getröstet, dass es ja nur ein minderjähriger Moslem war, der sie mitsamt ihrer Synagoge in die Luft gesprengt hätte. Die Ideologie in seinem Kopf ist die gleiche wie bei einem erwachsenen Anhänger des politischen Islams. Und die tödlichen Folgen ebenfalls. In einem Land, in dem Regierungsparteien das Wahlrecht für 16-Jährige fordern, müsste konsequenterweise dieses überaus fürsorgliche und bemutternde Jugendstrafrecht ebenfalls komplett überarbeitet werden. Für einen Erwachsenen hätte das Strafrecht für diesen geplanten Mordterroranschlag bis zu 10 Jahre Haft vorgesehen. Ohne Bewährung. Der 17-jährige Moslem läuft aber wieder frei herum. Und ob sich an seiner Einstellung etwas geändert hat, darf mehr als bezweifelt werden. Denn meines Wissens hat während des Verfahrens keine Entradikalisierung vom politischen Islam stattgefunden. Dieser junge syrische potenzielle Mörder redete sich, bestimmt aufgrund der guten juristischen Beratung seines Anwalts Isan Tanyolu, geschickt heraus. Er hätte zwar konkrete Pläne zum Anschlag auf die Hagener Synagoge gehabt, aber noch nichts Konkretes in dieser Hinsicht unternommen. Er habe lediglich vorbereitet sein wollen, falls Kabul bombardiert würde oder wenn bei einem Angriff westlicher Truppen Zivilisten ums Leben kommen würden. Die Ermittlungen zeigen ein ganz anderes Bild. Ein Moslem, der ganz offensichtlich die judenhassende Doktrin des politischen Islams voll verinnerlicht hat und bereit ist, viele Juden zu töten. Und kein angeblicher Kämpfer für Gerechtigkeit ist, wie er sich hinstellte. Eine beliebte Methode bei Anhängern des politischen Islams, sich und ihre Gesinnungsgenossen als vermeintliche Opfer zu stilisieren. In der Realität hatte sich der Syrer im Frühjahr 2021 laut Anklage in rasender Geschwindigkeit radikalisiert. Er begann, sich immer mehr Videos mit radikal-islamischen Gräueltaten anzuschauen. Auf seinem Mobiltelefon fanden die Ermittler 554 Videodateien, die grausame Folter- und Hinrichtungsdarstellungen zeigen. Am 17. August trat er einem arabischsprachigen Chat bei, der den Terror des politischen Islams glorifiziert. Dort fand er dann schnell Kontakt zu dem Sprengstoffanleiter Abu Harb. Das ist arabisch und bedeutet Vater des Krieges. Hierzu muss man wissen, dass in der Ideologie des politischen Islams die Länder der Welt, die nicht unter seiner Herrschaft stehen, als Dar al-Harb bezeichnet werden, als Gebiet des Krieges. Deutschland ist in dieser Sichtweise Kriegsgebiet. Über Telegram tauschte sich der Syrer in 168 Chatnachrichten mit diesem Vater des Krieges aus. Der erteilte dem jungen radikalisierten Moslem Anleitungen, welche Materialien er benötigen würde, um den Sprengsatz zu bauen. Eine bestimmte Chemikalie, Schwefel, Alufolie, einen Zünder. Alles Komponenten, die der Moslem problemlos hätte kaufen können. Er lieferte dem Vater des Krieges auch Bilder und Infos zur Synagoge, auf deren Basis Abu Harb Anweisungen gab, wo die Bombe deponiert werden sollte. Er schrieb: Das ist der beste Ort, Bruder. Viele werden sterben und Autos werden brennen, so Allah will. Gegenüber einem Freund äußerte der syrische Moslem: Bei Allah, er hat es mir beigebracht, eine Bombe zu bauen, die ein ganzes Haus zerstören kann, mit einem Fernzünder. Ich bin bereit.
Offensichtlich war der Anhänger des politischen Islams auch bereit, sich selbst mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu jagen. Er hatte den Vater des Krieges nach einer Anleitung zum Bau gefragt. Knapp einen Monat später, am 15. September 2021, wurde der radikale Moslem festgenommen. Jetzt, nur 7 Monate später, im April 2022, läuft er wieder draußen frei herum. Man könnte ihn auch als eine tickende Zeitbombe bezeichnen. Die an diesem Kuschelurteil beteiligte Justiz wird sich äußerst unangenehme Fragen stellen müssen, wenn es irgendwann einmal wirklich krachen sollte. Aufgrund eines Terroranschlags dieses syrischen Moslems. Genauso wie sich Richterin Theresa Freudsmiedl aus Augsburg Fragen stellen lassen muss. Was sich ganz offensichtlich in ihrem Gerechtigkeitssinn so massiv verschoben hat, dass sie einen Warner vor genau diesen Gefahren Gefängnis androht. Der gleichzeitig immer und immer wieder betont, dass sich seine Kritik nicht an Moslems richtet, sondern an die Ideologie des politischen Islams. Und der immer und immer wieder feststellt, dass es sehr viele friedliche und demokratiebewusste Moslems gibt, die sich Gott sei Dank mit der Ideologie des politischen Islams nicht beschäftigen und deswegen auch kein Problem darstellen. Vieles erklärt sich, wenn man weiß, dass diese junge Richterin Freudsmiedl in ihrer Studienzeit in ehrenamtlicher Arbeit abgelehnten Asylbewerbern juristische Tipps gab, wie sich die Migranten gegen den rechtskräftigen Ablehnungsbescheid und die damit verbundene Ausreiseverpflichtung wehren können. So etwas nennt man wohl in diesem besten Deutschland, das es jemals gab, die richtige Gesinnung. Und ich habe offensichtlich in diesem erheblich links verschobenen Weltbild als warnender Aufklärer die falsche Gesinnung. Es geht nicht um meine Person. Es geht um die Sache. Ich bin nur derjenige, der die unumstößlichen Fakten und Tatsachen offen und klar ausspricht. Wenn dieses Skandalurteil vom 22. März 2022 in Augsburg, dem ersten Prozess weltweit zum politischen Islam, in allen Instanzen Bestand haben sollte, dann ist die Scharia mit ihrem Kritikverbot am Islam bereits in die deutsche Justiz integriert. Dann ist Deutschland auf dem Weg in die Transformation in einen islamischen Staat bereit einen deutlichen Schritt weiter. Und dann wird Augsburg von der Stadt des Religionsfriedens zur Stadt der Unterwerfung unter eine totalitäre, gewaltverherrlichende, tötungslegitimierende, kriegsfordernde, alleinige weltliche Macht beanspruchende, frauenunterdrückende, judenhassende und homosexuellenfeindliche Ideologie mutiert sein. Ich werde dieses Skandalurteil bis zur höchsten Instanz anfechten. Herzlichen Dank an alle, die auf diesem wichtigen Weg geistig, materiell und vor Ort mit dabei sind. Wir wissen, worum es geht. Um nichts anderes als den Erhalt unserer freien Art zu leben. Um den Schutz unserer Demokratie vor einer totalitären Gesellschaftsform. Und um unsere Sicherheit, die schon jetzt massiv bedroht ist. Unsere Kinder und Enkel würde es noch viel härter treffen, wenn wir das Problem jetzt nicht in den Griff bekommen. Deswegen ist unsere Aufklärungsarbeit so immens wichtig. Und dabei wird uns niemand aufhalten. Auch keine Gesinnungsjustiz in Form von jungen, linksideologisierten Richterinnen wie einer Theresa Freudsmiedl.